Hallo alle zusammen und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Kingdom Hearts Ghost of Sparta. Beim letzten Mal haben wir erfahren, dass Shion im Koma liegt und wir haben eine komische, gigantische Maschine auf einer Brücke verprügelt. Dinge, die halt in Kingdom Hearts Spielen so passieren. Hey Sykes. Roxas, aufgrund deiner hervorragenden Leistung starte ich dich mit einem neuen Rang aus. Wir werden befördert. Ich wusste nicht, dass wir befördert werden. Du hast den Rang eines Agenten erreicht. Yay! Das heißt, wir können jetzt wieder neue Sachen beim Moggy einkaufen. Hey Moggy, lass mich mal einkaufen, bitte. Die neuesten und besten Waren sind da, Kubo. Sieh dich um, Kubo. Kubo. Yay, wir können neue Sachen kaufen. Wir können jetzt High Portions und High Ether kaufen. Yay. Außerdem können wir einen neuen Fellvergeber kaufen. Den wollen wir auf jeden Fall haben. Wir können jetzt Feuerras, Eisras und Blitzras und Vitras kaufen. Vor allem können wir Magiestufe 3 kaufen. Das wollen wir auf jeden Fall haben. Dann können wir Fähigkeiten kaufen. Rollestufe plus Link. Verbindet sich mit der Purzelbaumtafel und erhöht deren Stufe. Aber wir haben auch gar nicht die Möglichkeit, Purzelbaum zu verbessern, weil das ist nur ein Feldpurzelbaum. Wir kaufen es trotzdem mal. Und direkt doppelt. Wir werden mit Sicherheit früher oder später eine bessere Rollemöglichkeit dann bekommen. Also haben wir hier jetzt ein besseres Stehaufmännchen. Wir haben zwar noch nichts, was wir da reinpacken können, aber haben. Und Autoschutzengel Stufe plus Link, was wir endlich dann mal in Autoschutzengel reinpacken können. Also wollen wir es auch auf jeden Fall haben. Dadurch werden wir damit mehr HP wiederbelebt, sollten wir sterben. Außerdem Limit Boost steigert das Limit deiner gelben Anzeige, sodass du schneller Limitbrecher einsetzen kannst. Da Limitbrecher nicht übel sind, wollen wir es auch auf jeden Fall haben. Und dann gibt es hier Autovisieren, die Fähigkeit, die ich kaufe, aber nie einsetzen werde. Weil es nicht sinnvoll ist, ermöglicht es dir, Ziele beim Angriff automatisch anzuvisieren. Auch wenn es halt dafür sorgt, dass man die teilweise etwas merkwürdig funktionierende Anvisieren-Funktion in dem Spiel nicht benutzen muss, ist es halt nervig, jedes Mal, wenn man einen Gegner angreift, dann das Ziel zu wechseln beim Anvisieren und so. Von daher würde ich davon abraten, Autovisieren mitzunehmen. Dann können wir schon mal einen Prestige-Mod kaufen. Steigert die Angriffskraft deiner Waffe drastisch. Ja, es ist eine von den physischen Angriffssachen. Halb so wild. Aber es gibt eine neue Energieeinheit zu kaufen. Und es gibt eine neue Abwehreinheit zu kaufen. Ja, wir brauchen sowieso nie drei Energieeinheiten. Vermutlich, weil wir hauptsächlich Fähigkeiten-Tafeln reinpacken werden, um die guten Fähigkeiten zu kriegen. Aber hey, es ist da. Und dann gibt es hier noch den Ring des Ritters. Mit Abwehrkraft plus 12 und Combo-Block und Erfahrungsboost Stufe 1. Das heißt, wir kriegen schnell ein Level. Kann nicht schaden, das zu haben. Dann können wir hier einen dunklen Barren kaufen. Einen Klumpen reines Schwarzeisen. Mit diesem Material kannst du Tafeln schmieden. Ja. Und dann ganz wichtig hier unten. Mondstein, Diamant und Adamantit. Die tatsächlich unbegrenzt kaufbar sind, solange wir denn genug Punkte dafür haben. Das heißt, die werde ich wahrscheinlich nicht kaufen. So überhaupt. Weil sie halt im Gegensatz zu denen hier oben unlimitiert da sind. Das heißt, es ist nicht so, dass es... Wenn ich sie kaufe, sind sie dann ausverkauft. Es sei denn, ich brauche sie dringend, um irgendwas zu schmieden, werde ich die wahrscheinlich nicht kaufen. Hier unten. Mal davon abgesehen, dass sie auch teuer sind. Kann man sie halt immer nachkaufen. Da benutze ich Herzpunkte erstmal für Sachen, die jetzt nicht nur limitiert da sind. Dann können wir den Prestige-Mod in Zukunft irgendwann mal kaufen, wenn wir genug Punkte dafür haben. Dann können wir mal ins Schmieden reinschauen. Können wir irgendwas Neues schmieden? Sieht nicht so aus. Sieht nicht so aus. Da auch nicht, da auch nicht, da auch nicht. Aber hier gibt es neue Sachen, scheinbar. Der Ring des Räubers mit Abwehrkraft plus 18, Kombosprung und Kombo-Block. Na, ist gar nicht übel, die Kombo-Fähigkeiten zu haben. Dann Abwehrkraft plus 14. Der Blitzamulett mit 30% Blitzwiderstand und Magieschutz. Das nützlich ist, wenn man denn nicht schon ein Schlüsselschwert hat, wo Magieschutz mit drin ist. LP plus 40, Abwehrkraft plus 16, Lebensbarriere und Potion Boost Stufe 1. Der Ring der Erholung. Das ist nicht übel, ich weiß nicht genau, was Lebensbarriere tut. Ich meine, es hat auf jeden Fall offensichtlich irgendwelche Heilfähigkeiten. Das ist auch nicht schlecht. Und der Ring des Lebens mit Magie plus 6, Abwehrkraft plus 16, Lebensschub und Äther Boost. Ist auch nicht übel. Äther Boost zu haben ist nicht schlecht. Wenn man tatsächlich ein Magie-Setup baut, Magie plus 6 zu haben, ist einfach auch nicht schlecht. Die Sachen können wir sowieso alle nicht schmieden, aber zumindest schon mal anschauen, ist ja schon nicht schlecht. Und dann können wir uns jetzt erstmal, wie immer, wenn wir komplett neue Ränge erreicht haben, uns erstmal neu umrüsten. Dann speichern wir das Deck mal irgendwo hier auf 3. Und dann lernen wir mal alle Felder. So, dann wie immer erstmal Stufe Doppler reinpacken. Und den nächsten Stufe Doppler reinpacken. Und die Zusatztasche mitnehmen. Und die Rucksäcke in die Zusatztasche reinpacken.
Und dann packen wir die Sache mal hier an den Rand, damit es mit den Menü ein bisschen schneller geht. Weil ja man von hier aus immer an den linken Rand gesetzt wird, wenn man hier rüber geht, statt irgendwie an die Stelle, wo man als letztes war im Menü, weil das wäre ja auch zu einfach. Ne, irgendwie sinnvolles Menüing zu machen oder so wäre wirklich zu einfach gewesen. Dann wollen wir auf jeden Fall die drei hier alle mit dabei haben. Das heißt, hier die Magiestufe 2 packen wir mal da unten hin. Die Magiestufe 2 machen wir da hin. Die Magiestufe 3 packen wir mal hier oben hin. Dann können wir den Trippelspruch, wollte ich haben, bitte. Danke, dann können wir den Trippelspruch nämlich hier hochpacken. Und den Doppelspruch können wir dahin packen. So. Denn jetzt, da wir Stufe 3 haben, können wir nämlich ganz einfach hier einmal ein Vita da reinpacken und ein Vita da reinpacken und haben dadurch automatisch Stufe 5. Müssen es nicht halt dreimal in die Stufe 2 Sachen reinpacken. Also da einmal Feuer und einmal Feuer und da einmal Blitz und einmal Blitz. Und schon haben wir die drei Zauber nämlich alle wieder auf Stufe 5 komplett. Dann haben wir jetzt hier unten aber noch so ein Stufe 2 Ding komplett leer. Da können wir also mal Aero und Aero und Aero reinpacken. Dann haben wir auch tatsächlich vier Zauber dabei. Kann ja auch nicht schaden, vier verschiedene. Dann packen wir Vita natürlich ins dreimal zaubern können und Feuer ins dreimal zaubern können. Dann packen wir Blitz auf jeden Fall hier in Doppelspruch und packen wir nochmal Blitz in Doppelspruch. Und dann packen wir nochmal Aero in Doppelspruch und dann ist es eigentlich relativ ausgeglichen, dass wir so einen Zauber dabei haben. 5, 6, 5, 5. Ist also nicht schlecht. Dann wollen wir auf jeden Fall erstmal unser Schlüsselschwert haben. Wo haben wir das Schlüsselschwert? Da. Unser Phantom-Mod, der passt nur noch hier rüber. Dann wollen wir da auf jeden Fall wieder die Fähigkeiten-Einheiten drin haben, damit wir wieder Feuerabschluss, Magieschutz und den Magieabschluss bekommen. Wobei Magieschutz da am wichtigsten ist von den ganzen Sachen. Dann ist jetzt die große Frage, was nehmen wir denn mal mit? Wir können natürlich den Ring des Glücks mitnehmen für Schatzkraft, damit wir häufiger Sachen gedroppt kriegen. Wir könnten den Ring des Ritters für Erfahrungsboost mitnehmen. Wir könnten weiterhin den Ring des Angriffs für Volltrefferbonus und so mitnehmen. Wir können den weißen Ring mitnehmen, für Schatzkraft Stufe 2 sogar. Ich würde sagen, wir nehmen einfach mal einen anderen Ring mit als bislang. Nehmen wir Magie plus zusätzlich, damit wir mehr Magieschaden machen. Und mit Schatzkraft Stufe 2 kriegen wir mehr HP, wenn wir HP-Zeugs aufsammeln. Das heißt, wir müssen uns seltener mit Vita heilen, das ist auch nicht schlecht. Dann würde ich sagen, können wir jetzt erstmal die Fähigkeiten reinpacken. Wir brauchen Rolle Stufe Plus offensichtlich noch nicht, weil wir bis jetzt nur den normalen Purzelbaum haben. Packen wir den dahin. So, Blocken können wir dahin packen. Und packen wir den perfekten Block rein. Dann haben wir Stehaufmännchen, das kann da eine Lücke füllen. Denn Stehaufmännchen, das Bessere, brauchen wir noch nicht reinpacken, weil wir noch nichts haben, was wir damit verbinden können. Dann haben wir hier so eine Luftgrätsche, die kann mal dahin. Und Luftgrätsche Stufe Plus, die kann dahin. Dann haben wir Rutschattacke und Hast und Sportsfreund und Charmeur und Limit Boost und Analyse. Und damit haben wir hier erstmal die ganzen Löcher gefüllt. Dann haben wir hier noch Autoschutzengel und Autoschutzengel Stufe Plus. Und wir haben noch Fernvisier. Und dann sind wir schon erstmal fertig. So, dann haben wir hier aber noch vier Stufe hoch, die wir noch einsetzen können. Die können dann hier unten schön das Quadrat füllen. Und dann, ja, was nehmen wir jetzt eigentlich noch mit, ist die große Frage. Wir haben noch einen Platz. Wir könnten irgendwie einen Äther oder ein Elixier mitnehmen, wenn wir das wollten. Ich nehme aber, glaube ich, lieber einfach zur Vorsicht ein zusätzliches Vita mit und bin dann fertig mit Ausrüsten. Wunderbar. Dann können wir natürlich das zweite machen, was wir immer machen, wenn wir einen neuen Rang erreicht haben. Wir können nämlich einmal speichern. Zack, gespeichert. Und dann können wir zum Titelbildschirm zurückkehren, denn dadurch, dass wir zum Agenten befördert wurden, haben wir natürlich einen neuen Charakter im Missionsmodus freigeschaltet. Und den wollen wir uns natürlich auch anschauen, wenn wir schon einen neuen Charakter haben. Denn jetzt haben wir hier unten ganz schön links versteckt in der Ecke Riku. Auch wenn in der Story noch nicht wirklich erklärt wurde, dass es Riku ist, ist offensichtlich genug. Ja, wir haben jetzt Riku als spielbaren Charakter. Mal wieder. Ja, auch schon seit Chain of Memories nicht mehr passiert. Ich zähle gegen Nummer 2 nicht so richtig. Joach, dann haben wir ihn jetzt hier. Können wir uns mal anschauen. Ja, dass er mit Seelenfänger durch die Gegend läuft.
unüberraschenderweise. Und dann suchen wir uns jetzt mal eine Mission für ihn aus. Was machen wir mit ihm denn mal? Wir können mit ihm mal die Deserteure besiegen. In der Arena des Olymp. Warum nicht? Da kriegen wir zumindest ordentlich Herzpunkte bei. Kriegen vielleicht noch ein paar Schildtechs dabei, die Gegner fallen lassen. Und meistens sind die Deserteur-Missionen ja jetzt nicht das Riesenproblem. Von daher klingt das nach einer sinnvollen Mission für ihn. Dann können wir jetzt hier draußen erstmal noch ein paar Missionspunkte sammeln. Und im Missionsbus gibt es keine Schatztruhen. Was könnte das hier dann wohl nur gewesen sein? Oh mein Gott, das ist ein Beckenaffe. Wer hätte sich nur denken können? Es war eine Falle. Leider, weil Missionsmodus ist, hat das Blocken nicht gereicht, um das Vieh umzulegen. Aber es hat uns eine Reichweiten-Tech gegeben. Also, immerhin, wir haben jetzt eine Reichweiten-Tech bekommen. Ist ein sinnvoller Drop. Hier drin sind scheinbar keine Missionspunkte. Dann können wir jetzt zu den Deserteuren durch. Dann schauen wir mal, wie viele Probleme die dem guten Rico mit seiner Combo machen werden. Okay, sie sterben auf jeden Fall nicht durch unser Combo. Aua, 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 wir werden getroffen. Das macht Schaden. Und wir verlieren durch Missionspunkte. Ist nicht gut. Und ich habe vergessen, Aero auf den Kurzknopf zu setzen. Das sollte ich vielleicht mal eben tun. Magie, Aero, hier. Jetzt haben wir auch Aero auf einem Kurzknopf. Kann ja auch nicht schaden, schnelleren Zugriff auf unsere Zauber zu haben und so. So, dann schmeißen wir halt mal Fass auf die Gegner, in der Hoffnung, dass es irgendeinen umbringt. Tut's aber nicht. Die Deserteure rennen dem guten Rico irgendwie zu weit weg, dafür, dass er so, weil er so unbeweglich in seiner Combo ist. Und offensichtlich kommt der zweite Schlag von der Combo viel zu langsam nach dem ersten raus. Okay, dann versuchen wir es halt mal so, mit Zaubern. Leider hat er sich dazu entschieden, den Klappersoldaten anzuvisieren, statt dem Deserteur. Ansonsten wäre das sogar tatsächlich noch sinnvoll gewesen. Aber das Glück hatte ich gerade nicht. Dieser Deserteur ist schon ordentlich angeschlagen, dann versuchen wir mal den als nächstes zu treffen. Ist leider nicht von dem Blitz getroffen worden. Na komm, ich wollte, dass du irgendwo in der Nähe von mir stehen bleibst. Hat er leider nicht getan. Auch die Luftkombo von dem guten Rico ist irgendwie viel zu langsam. Aber das hat funktioniert. Ja, ich glaube, wir haben schon drei Deserteure besiegt oder vier. Es geht voran. Ja, jetzt irgendwie scheint er so seine Probleme damit zu haben, sich mit den Deserteuren sinnvoll auseinanderzusetzen, weil seine Kombos halt so langsam rauskommen und die halt nach dem ersten Schlag einfach wegrennen. Und die Kombos dann dazu setzen, die auch noch ziemlich lang sind. Komm schon, bleib mal stehen. Klappersoldat einfach mitten in den Zauber reingerannt. War so auch nicht geplant. Na komm schon, Aero, komm bitte raus, danke. Zauber hat tatsächlich funktioniert. Ist ja auch schön. Natürlich hat er sich wieder dazu entschieden, die Klappersoldaten anzuvisieren, statt den Deserteuren, sodass die Kombo mal wieder jetzt nicht so richtig sinnvoll war. Leider ist, wie gesagt, seine Luftkombo auch nicht viel sinnvoller als die Bodenkombo. Na, warum auch Charakteren im Missionsmodus sinnvolle Kombos geben? Und natürlich ist auch der Aero-Zauber auf den Klappersoldaten gegangen, weil natürlich wollte ich nicht die Deserteure damit angreifen. Na, vielleicht, wenn die Klappersoldaten erstmal alle erledigt sind, vielleicht kriegen wir dann die Deserteure ein bisschen besser runtergeprügelt. Schmeißen wir so mal ein paar Fässer auf Gegner. Das sollte es etwas schneller auslöschen. Na, in der Hoffnung, dass es irgendwas tut. Bis jetzt trifft es tatsächlich nur Klappersoldaten. Ach, Deserteur, komm mal her. Ich wünschte wirklich, seine Kombos wären ein bisschen besser hierfür geeignet. Aber das kann ja keiner riechen, ne? Dass der gute Rico halt extrem langsame Kombos hat. Hätte ich nicht unbedingt mit gerechnet, da ich Rico von den anderen Kingdom Hearts Spielen bis jetzt nicht so eingeschätzt hätte, dass er extrem langsame Kombos hat. Aber hat er in diesem Spiel halt einfach, von daher müssen wir jetzt damit leben. Dass er langsame Kombos hat. Klappersoldaten sind immer noch nicht fertig, damit nachzuspawnen. Ist kein gutes Zeichen.
Der Aero-Zauber ist einfach über diesen Deserteur drüber gegangen, der 3 Meter vor mir stand. Auch schön. Oh, der hat zumindest mal wieder getroffen. Den Deserteur haben wir nicht mal in der Combo halten können, weil er neben dem Fass lang gelaufen ist. Ist ja auch schön, wenn das nicht mal ein Deserteur halbwegs in der Combo drin bleibt. Heilen wir uns mal schnell, bevor noch irgendwas Dummes passiert. So, kriegen wir zumindest noch eine Schildtech für. Immerhin das. Oh, ich glaube, die Klappersoldaten haben aufgehört nachzuspawnen. Das wäre schön. Ja, sie haben aufgehört nachzuspawnen. Ach, wunderbar. Okay, der Explosionsfass. Dann schicken wir das mal irgendwo hinten in die Richtung. Vielleicht wird davon irgendwas getroffen. Ja, du hast beide Deserteure da hinten getroffen. Ich wünschte, hier wären mehr Explosionsfässer. Okay, der Deserteur stand zwar direkt daneben, wo das Fass hingeflogen ist, aber das Fass hat sich trotzdem dazu entschieden, neben dem Deserteur zu landen. Aber warum nicht? Irgendwie ist der Schockzustand bei dem Deserteur nicht so richtig durchgekommen. Er war zwar geschockt, aber es hat irgendwie keinen Schaden gemacht. Wobei das Ganze ja eigentlich Schaden machen sollte. Okay, dann visieren wir halt wieder ein Fass an und hoffen damit zufällig irgendwie einen Gegner zu treffen. Nein, natürlich nicht. Yay, ich habe tatsächlich mal wieder einen Gegner getroffen. Hurra. Wäre doch was Sinnvolleres als Windspitzer fallen lassen würden, die guten Deserteure, wäre auch schön. Ja, mein Gott, ich habe noch einen getroffen. Das ist ja Wahnsinn. Ach, komm, bitte visier das Fass an. Danke. Gutes Anvisieren in diesem Spiel immer so gut funktioniert. Das Fass hat natürlich nichts getroffen. Ah, ich habe tatsächlich aber diesen Deserteur treffen können. Wie schön. Ja, den Deserteur habe ich auch nur deshalb getroffen, weil er in der Combo drin festhing, die ich gegen das Fass eingesetzt habe. Wenn man mal Gegner mit dem zweiten Angriff seiner Combo trifft, dann bleiben sie auch drin hängen. Aber muss man halt auch erstmal so hinkriegen. Ey, aber immerhin sind jetzt die Deserteure erledigt. Ich möchte bitte nichts mehr anvisieren. Ich hätte aber gerne da hinten noch die Missionspunkte. Gebt die mal bitte her. Dankeschön. Und dann können wir jetzt wieder gehen. Dann haben wir auch schon diese besiegte Deserteur-Mission endlich geschafft. So lange noch gedauert. So, zack, zack, zack. Und dann kriegen wir noch Bonuspunkte dafür, dass wir rechtzeitig angekommen sind. Und dann kriegen wir dafür insgesamt 3 Kronen. Naja, hätte besser laufen können. Aber wir kriegen 2 Schildtechs. Das ist gut. Können wir wieder Sachen mitschmieden, wenn wir genug davon haben. Also das ist zumindest sinnvoll. Dann, mit wem haben wir noch nicht gespielt? Wir haben noch nicht mit Luxord gespielt. Also warum nicht? Dann suchen wir uns für ihn auch noch eine schöne Holo-Mission aus. Wie wär's mit einer ziemlich einfachen, weil ich nicht weiß, wie gut Luxor ist. Ne, wir besiegen den Wächter. Was soll schon schlimmstenfalls passieren, ne? Geht ein bisschen mit Karten verprügeln. Vielleicht kann er das ja halbwegs. Vielleicht hat er vernünftige Luftkombos. Hoffe ich mal. Finde den Wächter. Okay, die Kombo hat auf jeden Fall Reichweite. Ist nur zu doof, dass die meisten Gegner in der Mission, glaube ich, fliehen sind. Ah, zumindest die Bombenmolche werden davon ordentlich getroffen, nehmen davon auch ordentlich Schaden. Ich habe tatsächlich einen Charakter gefunden, der Schaden macht. Ich bin schwerst beeindruckt. Ich meine, gut, es ist eine frühe Twilight Town Mission. Eigentlich sollte hier alles in einer Combo umfallen, nicht erst in zweien. Aber immerhin habe ich tatsächlich mal einen Charakter gefunden, der Schaden macht. Das ist schwerst beeindruckt davon, dass es einen Charakter in diesem Spiel gibt, der tatsächlich Schaden macht im Missionsmodus. Nee, ein Pyrosplitter. Wie toll. So, dann haben wir hier Zickzack-Zipfler. Ich hätte gerne die Drops, die haben fallen lassen, Spiel. Setz mich einfach mitten in der Combo durch die Tür. Ja, ich habe das Schmiede-Item noch gekriegt. Gut, danke. Ich hatte jetzt wirklich befürchtet, dass das Schmiede-Item für alle Zeit verloren sein wird. So, Bombenmolch. Kriegst diese Combo ab und dann kriegst du noch eine Combo ab. Boah, aber das geht ja fast reibungslos. Schwerst überrascht. Vor allem von Luxord hätte ich es am wenigsten erwartet, dass man mit ihm vernünftig mit physischen Kombos Gegner umhauen kann.
Aber wer weiß, vielleicht sind die Karten einfach verbuggt. Sollen eigentlich nicht so viel Schaden machen, sind aber einfach verbuggt. Mit den Karten in der PS4-Version. Übergang von 30 FPS zu 60 FPS hat bei seinen Karten nicht so richtig gut funktioniert. Und Square kriegt es irgendwie nicht so ganz hin, die Karten vernünftig wieder zu fixen. Ja gut, das ist Square Enix, ne? Die sind nicht unbedingt dran gewöhnt, Bugfixes überhaupt zu machen. Von daher müssen wir mal darauf warten, dass es noch lernen, die vernünftig zu machen. Vielleicht, wobei sie, ich glaube, mehr oder weniger indirekt gesagt haben, dass sie sich um die Karten nicht mehr wirklich kümmern werden. Weil das Spiel ja weiterhin spielbar ist. Das funktioniert halt noch nicht ganz so, wie eigentlich angedacht. Ist aber nah genug dran, weißt du. Muss ich auch gedacht. Close enough. Brauchen wir nicht mehr dran arbeiten. Beschweren sich sowieso nur sehr wenige Spieler darüber, dass die Karten nicht einwandfrei funktionieren. Schon fast eine subtile Sache, wie die nicht funktionieren. Von daher, den Aufwand, das nochmal zu patchen. Nachdem sie so glücklich waren, endlich mal die PS4-Version halbwegs zusammengepatcht zu haben, hatten sie wahrscheinlich keine Lust mehr, das dann noch weiter zu patchen. Ist so meine Vermutung. So, dann können wir uns hier unten noch ein paar Bonus-Missionspunkte und Bonus-Herzpunkte und so abholen. Auch wenn das hier nichts mit der Mission zu tun hat, wie wir wissen. Na, dieser Betrachter kann relativ wenig gegen uns tun, wenn wir ihn einfach hier so schön in der Ecke halten und die Luftkombo spammen. Wie angenehm. Im Gegensatz zu der Rico-Mission gerade, wo ich mit meinen Kombos nichts getroffen habe. Der einfach als Gegenbeispiel einfach mal einen Charakter zu haben, der tatsächlich den Gegner in seinen Kombos festhält. Wie angenehm sowas doch sein kann. Ja, von Roxas bin ich das eigentlich gewöhnt, dass er das relativ gut kann, aber halt nicht im Missionsmodus. Wir haben schon so viele Charaktere gehabt, die nicht unbedingt hervorragend darin waren, Gegner in Kombos tatsächlich festzuhalten und sinnvoll Schaden zu machen. Aber mit ihm funktioniert's. Und das ist das Wichtige. Und dann können wir noch diesen Bombenmolch, diesen nächsten hier zerlegen und dann noch den Bombenmolch danach zerlegen. Weil hier mal wieder die Gegner-Varianz enorm ist in dieser Mission. Haben wir bis jetzt auch wirklich gesehen. Zwei Bombenmolche mit einem Betrachter. Scheint so hier Standard zu sein. Auch schon mal zwei Bombenmolche ohne Betrachter, aber das eher selten. Das zum Beispiel auch schön mit den Betrachterattacken. Er setzt irgendwo vollkommen nutzlos seine seinen Laserstrahl hin, wenn wir ihn dann angreifen und ihn mit dem Combo-Finish treffen, dreht er sich in unsere Richtung und greift uns mit dem Laser noch an. Obwohl wir eigentlich erfolgreich ihn mit einer Combo getroffen haben. Weil Game Design. Dann heilen wir uns mal eben. Sehen dann mal, wie Rucksack und Axel mal diese Tür geöffnet haben. Wäre auch mal eine Idee gewesen im wenn man solo den Missionsmodus spielt, KI-gesteuerte Kameraden daneben zu packen in Missionen, in denen man normalerweise KI-gesteuerte Kameraden hatte. Ja, hier hat mich zum Beispiel auch da der Betrachter einfach mal mit seinem Laserstrahl getroffen, obwohl ich ihn eigentlich erfolgreich gestaggert habe. Aber wie gesagt, Game Design und so, ne? Okay, Bombenmolch ist einfach unangreifbar, weil er sich in die Luft jagt. Warum sollte man mir auch die Möglichkeit geben, die Explosion noch irgendwie abzubrechen? Wäre zu einfach, wenn der Spieler die Möglichkeit dazu hätte. So, gibt es hier noch mehr Bombenmolche? Offensichtlich ja. Okay. Jagen wir den halt noch in die Luft. Und dann haben wir hier noch einen. Yay, vier Bombenmolche in diesem Bild. Weil wir hatten noch nicht genug Bombenmolche zu verprügeln. Okay. Und dann können wir jetzt hier zum Bossraum zurück. Und jetzt hier endlich mal den Wächter besiegen, der hier schon die ganze Zeit brav auf uns wartet. Na, ich möchte bitte erstmal den Wächter anvisieren. Aua. Ich setze fiese Laserstrahlen ein. Da ist einer von denen einfach mal schon mal in den Weg gesprungen für den Zauber. Na, Blitz scheint gegen den zumindest ganz gut zu funktionieren. Würde ich auch nicht unbedingt mit rechnen, da die Kollegen ja selber Laserstrahlen durch die Gegend schießen. Aber so ist es in dem Spiel halt, ne? Wenn sie dann blitzanfällig sind, dann sind sie halt blitzanfällig. Apropos. Und dann ist die Mission einfach zu Ende, weil die Mission einfach zu Ende ist.
Okay, wir haben trotzdem 4 Kronen erhalten, also alles gut. Und wir sind mal wieder eine Stufe aufgestiegen, ist auch gut. Okay, und dann, wie immer, schauen wir uns auch noch einen dritten Charakter an. Nehmen wir mal Sykes. Warum nicht? Der Kollege, der komplett auf Crits aufgebaut ist. Schauen wir mal, was der so kann. Da können wir eigentlich mal das hier machen, schätze ich. Ja, klar, warum nicht? Mission antreten. Sammeln wir wieder ein paar Herzen in der Arena des Olymp. Naja, Sachen aus dem Holo-Gedächtnis. So, besiege herzlos und sammle Herzen. Dann haben wir hier erstmal Inferno-Noten. Okay, das könnte eine ziemlich dumme Idee gewesen sein, diese Mission zu nehmen, wenn ich sehe, wie lange seine Kombo so ist. Es müsste nämlich eine von den Missionen sein, wo wir tatsächlich Phils Training machen müssen, wo wir Fässer auf Gegner schmeißen müssen. Das ist natürlich extrem schlecht, lange Kombos für zu haben. Aber zumindest diese Inferno-Note scheint es aufzuhalten. Ich meine, und sein Claymore sieht in dieser Variante auf jeden Fall ganz nett aus. Sieht nicht so aus, als würde es lange zusammenhalten. Aber es sieht nett aus. Dann kriegen wir hier jede Menge Missionspunkte. Dann kriegen wir hier noch eine Inferno-Note als Gegner. Wir haben gerade schon gesehen, wie viel die uns so tun. Nämlich ziemlich wenig. Sykes ist einer der Charaktere, die in der sehr limitierten Zeit, die ich im Missionsmodus so insgesamt verbracht habe, habe ich ihn als einen der nützlicheren Charaktere empfunden. Weil er meistens mit seinen Kombos tatsächlich Gegner staggert und tatsächlich halbwegs vernünftige Kombos hat und so. Wenn man jetzt noch entsprechend sich die Mühe machen würde, zu seinen natürlichen Stärken noch aufzubauen, sprich halt ein Schlüsselschwert ihm zu geben, das halt hohe Crit-Werte, hohe Crit-Wahrscheinlichkeit und zusätzlichen Crit-Bonus hat und so, dann ist er auch extrem nützlich, wenn ich das so in Erinnerung habe. Hier hast du mal ein Feuer. Und hier ist mal noch ein Feuer. Und hier ist mal noch ein Feuer. Das einzige Problem, was wir jetzt mit Sykes haben werden, ist, dass er nicht unbedingt ein magisch gepolter Charakter ist. Und wir hier den Steinrüster haben, der normalerweise hauptsächlich von Magieattacken Schaden nimmt. Und das könnte jetzt natürlich ein bisschen länger dauern, dann die ganze Sache. Und wie gesagt, mit seinen langen Kombos könnte es noch nervig werden, nachher Phils Training mit ihm zu machen. Aber wollte eigentlich vor dem wegdrehen, aber da war die Kombo ein bisschen länger. Hier hast du nochmal einen Blitz. Zum Glück haben wir ja Blitz dabei, dass den automatisch umfallen lässt. Wir sind jetzt schon die Feuers ausgegangen, dann können wir sie noch mit Aeros versuchen. Aber die Aeros machen auch ordentlich Schaden. Und dann gehen wir nochmal vor dem weg, setzen wir uns ja nochmal Vita ein. Na, dann hier hast du noch einen Blitz. Dann hast du hier noch ein Aero. Wenn es dann irgendwann mal rauskommt. Ja, jetzt können wir nur noch mit normalen Kombos verprügeln. Und hoffen wir mal, dass wir zwischendurch ein paar gute Crits da reinkriegen und ordentlich Schaden machen. Und da ist auch wieder die Kombo viel zu lang gewesen. Na, das große Problem mit Sykes zusätzlich ist, dass er, dadurch, dass er so einen relativ niedrigen Magiewert hat, ihn Vita auch nicht besonders viel heilt. Was natürlich ein Problem ist. Na, das war schon schon besser, wenn man Vita-Zauber hat, die irgendwie so und so viel Prozent der HP heilen für ihn, in der Theorie. Für ihn wäre Vitra wahrscheinlich auch ganz nützlich. So als Heal over Time. Wenn er schon sich halt mit einzelnen Vita-Zaubern nicht so richtig gut heilt. So, und jetzt gehen wir nach der Kombo mal auf Abstand. Ich lerne so langsam. So, und wir haben keine Blitze mehr, das heißt, ab jetzt müssen wir alles mit physischen Kombos machen. Dann hoffen wir einfach mal, dass seine physischen Kombos sie auch noch vernünftig treffen. Ja, dass die Luftkombos in der Lage sind, den Steinrüster hier vernünftig am Kopf zu treffen. Hier wäre tatsächlich ein magiebasierter Charakter deutlich nützlicher gewesen. Okay, dieses Limit bringt scheinbar überhaupt nichts. Gegen einen Gegner, der nicht auf Bodenlevel ist. Aber schön, das Limit mal gesehen zu haben. Ist halt eine seiner Berserker-Kombos aus Gegner Mats 2, offensichtlich. Na, wir bonken leider relativ viel mit seinen Luftkombos. Na komm, du dürftest so langsam auch mal wieder umfallen. Du hast eigentlich genug Angriffe. Aua. So
langsam abgekriegt, würde ich behaupten. Okay, das könnte hier tatsächlich alles andere als einfach werden. Vor allem, weil wir nachher in Phils Training, glaube ich, keinerlei Heilung mehr kriegen. Das heißt, wir sind jetzt auf diese HP hier limitiert. Okay, jetzt sollte das zumindest erledigt sein, der Steinrüstor. Und sollten wir gucken, dass wir die paar HP-Kugeln, die da fallen lässt, zumindest einsammeln. Oh, die ist die Spawn. Frech. Okay. Ja, dann müssen wir jetzt dem Phil sein Training machen, denn die Mission ist ja noch gar nicht abgeschlossen. Von daher müssen wir hier jetzt sowieso so oder so rein. Aber bewirf Herzlose mit Fässern, um sie zu besiegen. Ja, kennen wir. Dann hoffen wir mal, dass wir möglichst viele Explosionsfässer kriegen. Ja, das war eine schlechte Idee, Sykes für diese Mission zu nehmen. Offensichtlich. Wir müssen alles mit Luftkombos machen, ansonsten wird das hier ein Desaster. Ganz offensichtlich. Okay, wenn die Fässer jetzt auch noch die Herzlosen treffen würden, wäre auch schön. Statt auf andere Fässer zu fliegen. Ja, das ist eben das Problem mit... Hey, Roxas hat mit diesem Schlüsselschwert eine... Er hat mit dieser Waffe ein Schlüsselschwert, das eine 2-Angriff-Boden-Kombo hat, die Fässer wegschlägt. Hm, ja, aber Sykes halt nicht, ne? Und das kannst du nicht wissen, wenn du nicht ausprobiert hast. Mit jedem einzelnen Schlüsselschwert im Spiel. Ja, konnte ja nicht unbedingt riechen, dass es mit ihm nicht so sinnvoll ist, in diese Mission reinzugehen. Gibt's ja leider nicht die Möglichkeit, einfach mal irgendwie in einem Testraum die Schlüsselschwerter auszutesten oder so, bevor man einen Charakter auswählt. Sowas haben sie ja leider in dieses Spiel nicht eingebaut. Okay, wir werden das noch mindestens einmal spielen müssen, dieses komische Minispiel hier, um überhaupt auf genug Herzpunkte zu kommen, um die Standardmission abzuschließen. Also zumindest kommen die Klappersoldaten nicht so richtig gut an uns ran, um uns Schaden zu machen. Okay, da oben ist tatsächlich ein Explosionsfass. Das ist gut, direkt damit zu starten. Dann haben wir zumindest ein paar von denen schon mal getroffen. Wir müssen ja nur das silberne Ziel erreichen, wir brauchen ja nicht das goldene. Damit wir hier tatsächlich die Mission abschließen können. Auch wenn es natürlich besser wäre, wenn wir das goldene kriegen würden, weil mehr Herzpunkte und so. Gibt hier, wie gesagt, deutlich sinnvollere Schlüsselschwerter, mit denen man das hier machen kann. Ich schätze mal auch, dass es auch mit Sykes bessere Schlüsselschwerter dafür geben wird. Es wird nicht nur ein Problem sein, also es wird nicht ein Problem allein des Charakters sein, dass er halt immer lange Kombos hat. Ich schätze mal, dass Sykes auch irgendwo kürzere Kombos haben wird, die man theoretisch einsetzen könnte. Aber halt jetzt nicht gerade mit der Waffe, unglücklicherweise. Ich meine, ich hätte irgendwann mal... als ich in den... Oh, komm schon. Den hätte ich jetzt aber treffen müssen. Ich meine, als ich irgendwann mal in dem... im letzten Playthrough, als ich das gespielt habe, ein bisschen im Missionsmodus rumgealbert habe, hätte ich, glaube ich, ein Schlüsselschwert, das auch hier magisch basiert war, wie dieses hier, mit Axel gehabt, wo der irgendwie mit jedem Schlag eine eigene Y-Kombo einsetzen konnte, die dann sofort ein Combo-Finisher war, die hierfür sehr nützlich war. Das wäre also etwas, was man sich überlegen könnte. Okay, schau mal, reicht es jetzt für heute? Wir haben es ja schließlich zweimal gemacht. Ich glaube, wir können da jetzt wieder rein, aber wir haben halt nur noch 220 Sekunden, bis wir zurückgekehrt sein müssen. Von daher kehren wir halt einfach zurück. Schau mal, wie viel Kronen wir dafür kriegen so insgesamt. Wir kriegen 4 ganze. Also hat sich auf jeden Fall gelohnt. Okidoki, dann können wir mal eben in den Mogri-Laden gehen und mal schauen, was wir dafür noch so kriegen. Wir kriegen 3 Aeros dafür und 10 Allheilmittel. Ne, die Allheilmittel kann man verkaufen. Was kriegen wir so als nächstes? Vitras, Eisras, und Feldfreigeber. Das ist immer was Sinnvolles. Hm, vielleicht kriegen wir die irgendwann mal zusammen. Wir werden ja noch ein paar Mal in den Missionsmodus zurückgehen müssen, zwangsläufig, um alle Charaktere zu zeigen. Jetzt können wir erstmal speichern. Schließlich haben wir Sachen freigeschaltet und so und ein paar Erfahrungspunkte gekriegt und all so ein Kram. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, wenn wir denn tatsächlich an Tag 172 der Klang, der Brandung weitermachen und mal schauen, was wir so gegen Shions Koma aussetzen können mit dem guten Rucksack. Bis dahin. Aloha.